Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme an unserem heutigen etwas anderen Webinar. Etwas anders deshalb, weil heute wollen nicht wir Ihnen erzählen, wie die Dinge sein können, sondern ein etwas alternativer Aufbau. Bei uns kommen heute auch Stimmen aus laufenden sowie beendeten Reports, Modernisierungen zu Gehör. Also Stimmen aus konkreten Projekten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit einmal meine beiden Mitgastgeber, den Herrn Christian Piasecki und den Daniel Kampf, Senior Consultants und Projektleiter in unserem Hause. Und die Stimme, die Sie gerade hören, das bin ich, André Dase, der verantwortliche Sales Manager für die Region Südwest und Schweiz. Was Sie heute erwartet, kurz hier einen Überblick. Ich werde Ihnen zunächst einleitend ein paar Worte über die PITS und im Allgemeinen die Ausgangslage in Bezug auf Reports erzählen. Anschließend übernimmt Herr Piasecki, der dann auch Kundenstimmen zu Gehör bringt. Zum dritten Teil, wie wir damit umgehen, habe ich das Ganze bezeichnet, übernimmt dann der Herr Daniel Kampf den technischen Teil mit einer kleinen Live-Demo. Und zum Abschluss räumen wir Ihren Fragen natürlich auch Raum ein. Zunächst einmal einleitende Worte von mir. Mit 4 Standorten in 3 Ländern, etwa 70 Mitarbeitern, 15 gesprochenen und 40 programmierten Sprachen sowie fast 20 Jahren Migrationserfahrung ist die PITS der Anbieter, wenn es um Softwareentwicklung, Analyse und Modernisierung geht. Dazu kommt immer auch unser selbstentwickeltes Tool zum Einsatz. Dieses Tool und unser Ansatz wurden zuletzt als innovativ und damit besonders förderungsfähig angesehen. Wie Sie hier sehen, konnten wir ein Förderprojekt des BMBF für uns entscheiden oder mit für uns entscheiden und konnten uns hier unter anderem gegenüber 400 weiteren Mitbewerbern durchsetzen. Zu sehr lobhudeln möchte ich mich auch nicht, denn eigentlich sind wir hier, um über das Thema Reports nochmal zu sprechen. Dazu als kleine Ausgangslage, wie Ihnen sicherlich bekannt sein wird, hat Oracle mit dem Release 12 CR2 die Oracle Reports abgekündigt. Der Zeitplan sieht ein Ende des Supports per 2022 vor. Den Extended Support bis 2025 lasse ich jetzt mal außen vor, denn der viel schwerwiegendere Fakt ist, dass Reports eigentlich seit 2005, seit dem Release 10G, nicht mehr wesentlich weiterentwickelt wurden und eigentlich eher wie ein Pflegepatient irgendwie am Leben gehalten wird. Vielleicht haben Sie das leidvoll in Ihrer Praxis selbst auch schon erfahren, aber diese Tatsachen führen eben dazu, dass eine Modernisierung unausweichlich wird und auch schneller auf Sie zukommt, als es Ihnen vielleicht lieb ist. Das Gute ist aber, mit unserer Hilfe können Sie es schaffen, den Druck zu lindern. Wie das passieren wird, da würde ich jetzt hier an diesem Punkt vertrauensvoll an meinen Kollegen Christian Piasecki übergeben. Okay, André, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei, damit wir alle das Gleiche sehen. So. Und zwar auch ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar zum Thema Reports Migration in dem Fall nach Jasper. Bevor ich Ihnen vorstelle, wie wir mit diesem Thema umgehen, zwei einleitende Folien von mir, wie die PITS ihre Vision und ihre Mission versteht. Also wir glauben mit unserer Vision, dass Software, die hohen Qualitätsansprüchen entspricht, eigentlich nur noch toolgestützt entwickelt werden kann. Und diese Vision haben wir und supporten die durch unsere Mission, sodass wir unser ganzes Wissen und unsere Services in unser Tool PITSCON sowie in die Supportleistung für den Kunden stecken, um ihre Software für die Zukunft fit zu machen und weiterzuentwickeln. Und genau diese zwei Aspekte fließen auch bei uns in die Reports-Migration hinein. Wenn wir jetzt das erste Mal zum Kunden kommen, Herr Dase hat ja eben vorgestellt, dass Oracle Reports abgekündigt ist, das ist bei vielen aufgeschlagen, finden wir häufig die gleichen Fragen bei den Kunden vor. Und zwar sind das Fragen wie, welche Technologie ist denn überhaupt für mich die richtige? Das heißt, häufig ist das Erste, was der Kunde fragt, was nehme ich denn als Nachfolgeprodukt? Ja, nehme ich Jasper, nehme ich den BI Publisher, nehme ich Bird vielleicht, PDF, also gibt es viele Möglichkeiten auf dem Markt und das ist eigentlich immer das Erste, was auftaucht, welches Tool.
Eine weitere Frage, die auftaucht, ist, wie aufwendig ist denn die Migration? Ja, das heißt, wie viel Budget, wie viel Zeit muss ich einplanen für das Projekt? Reicht es, wenn ich ein Jahr vor Auslauf des Oracle Supports damit anfange? Oder ist es doch ein Projekt, was über mehrere Jahre laufen muss? Hat man sich da einen groben Überblick verschafft, muss man sich noch natürlich damit auseinandersetzen, welche technischen Hürden habe ich denn und welche kommen auf mich zu. Das sind natürlich von Tool zu Tool unterschiedlich. Denn nicht alles, was vorher mit Oracle Reports so umsetzbar war, kriegen sie eins zu eins in ihrem Nachfolgetool umgesetzt. Also auch da muss man sich mit auseinandersetzen. Und wenn man sich da so ein POC dann eben bewerkstelligt hat, geht es darauf, ein Projekt zu gestalten und da die einzelnen Aufgaben zu verteilen. Und auch das gehen wir zusammen mit dem Kunden an, wenn wir uns anschauen, was steht denn überhaupt alles an. Und auf diese Fragestellungen, die uns immer wieder begegnen, gehen wir in unserem Vorgehen so vor, dass wir verschiedene Angebote für den Kunden bereitstehen, die eben zu einem passenden Zeitpunkt, wo sich der Kunde gerade befindet, die Antworten auf die verschiedenen Fragen geben sollen. Das heißt, wenn es erstmal um die Technologieauswahl geht, welches Tool man einsetzen soll, haben wir sowas, das sich Orientation Day nennt. Das heißt, wir kommen zu Ihnen, schauen uns erstmal Ihre Reporting-Landschaft im Moment an, was vielleicht für Anforderungen bei Ihnen im Hause sind für die Zukunft. Das heißt, vielleicht das, was man vor 30 Jahren entwickelt hat, will man heutzutage gar nicht mehr haben. Also sowas wie nur Papier schmutzig machen, nenne ich es mal, also wirklich drucken. Auf dem Drucker vielleicht will ich heutzutage andere Lösungen haben, wie mobiles Interface, Online-Reporting. Und das ist eben dann auch alles bei der Auswahl des zukünftigen Tools wichtig. Ja, das heißt, Sie sagen uns, okay, was für Anforderungen haben Sie? Und wir gehen dann mit Ihnen mögliche Lösungsszenarien durch. Also zum Beispiel den BI-Publisher stellen wir vor, JustBar-Reports, PL-PDF, abhängig von Ihren Anforderungen. Wenn wir dann mit Ihnen einen Schritt weiter sind und wir uns erstmal für ein Tool entschieden haben, das zu Ihnen, Ihrer Umgebung passt, wäre der nächste Schritt, die technischen Hürden aus dem Weg zu räumen, erstmal zu schauen, was gibt es alles. Und genau hierfür haben wir einen sogenannten Quick-Check und Live-Experience-Workshop. Das heißt, bei dem Quick-Check schauen wir uns einmal Ihre Reports an und gucken, was für Stolpersteine könnten da drin sein. Vielleicht die Verwendung von Text.io, irgendwelche SRW-Packages und wie man damit umgehen kann. Das ist ein Teil dieses Workshops. Der andere Teil ist eine sogenannte Live-Experience. Das heißt, damit Sie auch ein Gefühl dafür kriegen, wie Sie mit dem neuen Werkzeug arbeiten, zum Beispiel mit Jasper und dem PITS Reports Replacer Kit, nehmen wir auch ausgewählte Reports von Ihnen und migrieren hier in diesem Live Experience Workshop und stellen Ihnen dann zusammen in Ihrer Umgebung das Ergebnis vor. Damit Sie ein Gefühl für kriegen, wie viele Aufwände anfallen, was zu tun ist, was automatisiert gemacht werden kann. Das sind wir über diesen Schritt hinaus, geht es darum, einen kompletten Projektüberblick zu kriegen. Dafür ist es wichtig, dass wir Ihre Reports analysieren, um zu schauen, wie groß so ein Projekt denn werden könnte. Dazu gehe ich gleich nochmal auf einer separaten Folie ins Detail ein. Und haben wir einen Überblick über den Projektaufwand, ist der nächste Schritt, das Projekt dann eben anzugehen und zu schauen, wer welche Aufgaben hat, wie das Team strukturiert sein soll, welche Mitarbeiter in dem Team sind, ob es nur PITS-Mitarbeiter sind oder Mitarbeiter von Ihnen, das ganze Staffing, das Setup des Projekts und dann wirklich das Doing. Zu diesen einzelnen Punkten, wie gesagt, technische Hürden, die es zum Beispiel auf dem Weg zu räumen gibt, die in einem typischen Oracle Reports auf Jasper-Projekt auftauchen, sehen Sie links. Das sind zum Beispiel einmal, dass Sie in Reports ja sehr viel PLSQL-Logik verstecken können, schreiben können. Und wir haben Kunden gesehen, die gar keine Logik in der Datenbank hatten, sondern die ganze Logik in den Reports. Das will ich natürlich alles nicht nochmal neu schreiben, sondern das will ich weiter nutzen. Und da bietet sich die Refaktorierung des Codes an. Das heißt, alles, was man in die Datenbank verschieben kann, in die Datenbank verschieben. Alles, was Deadcode ist, rausschmeißen. Wenn man dann Sachen hat, die vielleicht in Middleware sollen, kann man es nach Java verschieben. Das sind Möglichkeiten, die man diese technischen Hürden gilt es zu nehmen. Dann gibt es die Frames-in-Frames-Situation. Viele Gruppen, viele Queries. Das konnte ich in Oracle Reports einfach umsetzen. In Jasper ist das wieder andersrum. Für diejenigen, die sich mit Jasper auseinandergesetzt haben, da kann ich pro
pro Report immer nur eine Query haben. Und da muss man dann mit so einem Konzept wie Subreports oder vielleicht Tabellen und Listen umgehen. Also das sind alles Sachen, da muss man sich eine Lösung für überlegen. Genauso wie Formatträger in PLSQL, das heißt, wann mache ich was blau, wann blende ich was ein, wann aus. Das dann eben auf passende Styles zu matchen, damit man da eben Konzepte hat, die man wiederverwenden kann. Dann die Verwendung von Text.io, die ich angesprochen hatte, die es häufig in Oracle Reports gibt. Das ist in Jasper 1:1 nicht umsetzbar. Das heißt, da muss man sich den ganzen Prozess betrachten. Was wird mit Text.io überhaupt gemacht? Wurden für Logfiles geschrieben? Wurden Dateien geschrieben, die für weiterverarbeitende Systeme genutzt wurden? Ja, also da geht es dann hin, den ganzen Prozess zu betrachten und das Ganze dann eben in der neuen Welt abzubilden. Genauso wie unterschiedliche Events, die Reports anstoßen, ausführen. Auch da muss man erstmal gucken, was sind die Events, wie kann ich die in Jasper denn umsetzen. Haben wir diese technischen Hürden, also so ein Kochbuch gesagt, für Ihr Projekt gefunden in dem Workshop, dann wird es eben weitergehen mit dem nächsten Schritt, indem wir eben eine Analyse für alle Ihre Reports erstellen. Und das hat den Vorteil, dass wir nichts Unbekanntes abschätzen, sondern wir berechnen Bekanntes. Ja, das heißt, wir gehen hin und laden alle ihre Reports in unser Repository und analysieren diese anhand, wie viele Queries sind da drin, wie viele berechnete Spalten, wie viele Frames in Frames, wie viele Placeholder Columns, wie viele Trigger sind da drin. Und mit diesen Informationen, zusätzlich mit den Lines of Code und mit bestimmten Softwaremetriken wie dem McCabe-Index, berechnen wir eine Gewichtung für die Reports, die es uns dann erlaubt, anhand dieser Kennzahlen, die wir berechnen, ein Projekt mit ihnen durchzuführen. Und diese Zahlen sind aus unserer Sicht so verlässlich, dass wir ihnen das auch zum Festpreis anbieten können. Das heißt, es ist nicht Zeit und Aufwand, sondern wir stehen wirklich zu dem, was wir in unserer Analyse berechnen, was wir da rauskriegen, dass wir ihnen das auch in dieser Zeit umsetzen können. Und das haben wir in mehreren Projekten auch schon sichergestellt. Hier ein Projektbeispiel, was jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist. Da ging es darum, in einem ersten Cluster, das heißt, der Kunde hat sich dafür entschieden, nicht alle Reports, seine ganzen 2000 Reports auf einmal umzustellen, sondern er hat ein Subcluster gebildet. Da waren 86 Reports drin und die wurden dann in einem Festpreisprojekt durch uns migriert. Und das hatte natürlich verschiedene Phasen, wie von mir schon angekündigt, ging es erstmal darum, zusammen mit den Kunden die Business-Logik, die schon da war, das Cleaning durchzuführen, also das in die Datenbank zu verschieben und dann eben mit der eigentlichen Migration zu beginnen. Diese 86 Reports, wenn ich aus dem Projektleiter bin, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern kann, hatten den großen Vorteil, dass es einfache Reports waren in dem Fall. Und für das erste Cluster war das genau die richtige Auswahl, weil das dazu geführt hat, dass die Projektmitarbeiter sich einarbeiten können. Ja, das heißt, es gibt eine Lernkurve, die ihre Mitarbeiter zu nehmen wissen müssen. Und wenn man dann eben ein Cluster bildet, wo man dann die Komplexität dann immer steigt, ist es eben von Vorteil, dass es die Mitarbeiter eben wachsen können mit dem Projekt. Und genau das, was wir abgeschätzt hatten, ist auch am Ende des Projekts bei rumgekommen. Also die ganze Projektlaufzeit wurde mit den Meilensteinen gehalten. Das Projekt ist im Budget geblieben, auch in der kalkulierten Zeit. Und das ist dadurch bedingt, dass 85% der Reports, die wir abgeschätzt hatten, waren plus minus eine Stunde im Aufwand. Und das hat unsere Analyseergebnisse nochmal bestätigt und sagt, okay, da sind wir gut. Das, was wir wirklich abschätzen, das kriegen wir auch so umgesetzt in der Zeit. Bei all diesen Projekten, also haben wir immer wieder das gleiche Vorgehen. Also egal, ob Sie jetzt von Oracle Reports nach Jasper, nach BI Publisher gehen oder von Forms nach ADF oder nach Apex, da haben wir für uns, für die PITs, ein Vorgehen etabliert, was eben zuerst eine Analysephase beinhaltet, dann die Preparation mit der Business-Logik in die Datenbank verschieben, Deadcode analysieren, vielleicht PLSQL nach Java und dann geht es an die eigentliche Migration. Das heißt, dann werden die Reports migriert nach Jasper und nachbearbeitet, getestet und all das, was wir in diesen Phasen eben lernen, das lassen wir wieder einfließen, wenn wir in sogenannten Sprints vorangehen, dass man eben den nächsten Sprint dann eben wieder
darauf ausrichten kann, was man im letzten Sprint gelernt hat. Und dadurch ist es uns eben möglich, unsere Meilensteine zu halten. Das heißt, indem wir durch drei Phasen durchgehen, zuerst mit der Preparation-Phase, wie gesagt, die Analyse, das Bereinigen, das Verschieben der Business-Logik, das wird eben einmal gemacht. Dann kommt die zweite Phase, die eigentliche Migration. Das heißt, durch unser Tool, unser Reports Replacer Kit, werden die Reports von Oracle Reports nach Jasper migriert und dann übergeben an die Entwickler, die das Feintuning machen in sogenannten Sprints. Das heißt, die Sprints 2 bis 3 Wochen bei uns nehmen sich nach und nach die einzelnen Berichte und machen das Feintuning, das Anpassen des User-Interfaces, nochmal die Business-Logik vielleicht ein bisschen anpassen und dann ausliefern an den Kunden, der das zur Abnahme dann den Reports und zurückmeldet, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Und um Ihnen ein solches Vorgehen vorzustellen, bieten wir, wie gesagt, Workshops an, die Ihnen das Vorgehen einmal definieren und dann aber auch vorstellen, wie Ihre Reports in der Zukunft aussehen könnten, was für bei der Migration alles zu tun ist, wie man diese Migration planen kann, wie man unser Tool einsetzt. Und das stellen wir natürlich gerne vor Ort vor. Ich kann natürlich in dem Fall viel erzählen, aber wie er da so gesagt hat, haben wir natürlich auch Kundenstimmen dabei und man glaubt vielleicht einem Kunden von uns eher, als wenn ich Ihnen jetzt hier was erzähle. Und deswegen würde ich einfach kurz dazu übergehen, ein Video von einem Kunden von uns, der so einen Workshop mit uns durchgeführt hat, einmal einzuspielen, damit Sie sich selber davon überzeugen können, wie sowas beim Kunden abläuft und wie es denn ankommt. In verschiedenen Instanzen unserer Applikation hat man neue Reports direkt in Jasper Reports entwickelt, um auch schon mal ein Gespür zu bekommen, ob das ein Weg ist. Man weiß einfach nicht, welche Probleme kommen auf einen zu. Es ist immer schwer planbar, wenn man die Erfahrung nicht hat in dem Bereich. Das ist definitiv so. Der Workshop war gut strukturiert. Es wurde alles dargelegt, wie das Vorgehen ist. Fand es sehr transparent, alles nachvollziehbar. Es hat sehr kompetent gewirkt und sehr viel Vertrauen hat man da direkt. Also man hat direkt das Gefühl, dass man weiß, was die Jungs von Pits da machen. Wo schwirrt noch Code rum, der nie aufgerufen wird? Das schreckt auch dann schnell ab, oder wenn man dann schnell auch den Überblick verliert, was wird überhaupt alles, was zieht es mit sich, wenn man irgendwo eine Änderung macht? Und dann gibt es Stellen, die werden nie verwendet, sprich, das hat gar keine Auswirkungen und die kann natürlich dann auch weg. Sollte natürlich nicht der Fall sein, aber wenn man irgendwie 20, ich sag jetzt mal, wir sind dann jetzt 12 Jahre dran am Entwickeln, dann kommen einfach so Stellen auf, wo irgendjemand was ändert und es wird gar nicht mehr ausgeführt an einer gewissen Stelle und dann ja, bleibt das einfach liegen und ja, das passiert einfach mit den Jahren. Und wenn man sowas automatisiert aufgezeigt bekommt, ist das ein schönes Hilfsmittel. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es wird schwer, was Vergleichbares in der Qualität zu finden. Da bin ich mir relativ sicher. Nachdem Herr Breitel von Emil Frey jetzt sein Statement abgegeben hat zu unserem Reports Replacer Kit, würde ich einmal an meinen Kollegen Herrn Kampf übergeben, damit Sie Tool, was er ja sehr gelobt hat, auch mal in der Praxis sehen. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier Schluss machen mit dem theoretischen Teil und Herr Kampf übernimmt dann mit dem praktischen Teil. Okay, vielen Dank, Christian. Dann gebe ich einmal meinen Bildschirm frei. So, sollte jetzt zu sehen sein für Sie. Dann darf ich Sie auch herzlich nochmal von meiner Seite mit dem Webinar begrüßen. Und werde Ihnen jetzt eben das, was in dem Workshop angesprochen worden ist, was wir beim Kunden vorstellen, einmal exemplarisch durchführen.
in der Praxis. Sie sehen jetzt hier auf meinem Bildschirm das Report for Placer Kit. Das ist selber in Apex geschrieben, sehr schön, sehr modern. Ich logge mich dann jetzt einmal ein und werde Ihnen jetzt einfach mal kurz die Möglichkeiten des Replacer Kits zeigen, was es Ihnen an Informationen liefert pro Report, beziehungsweise auch über das Projekt, also was die Komplexität für ein Migrationsprojekt betrifft. Das Replacer Kit ist wie folgt aufgebaut. Wir sehen hier in der Mitte, das Ganze ist ein bisschen wie hat ein Wizard-Konzept. Das heißt, sie sind an jeder Stelle eigentlich so ein bisschen durchgeführt. Klar, wir haben unser Pitscon Repository als Basis für dieses Placer-Kit. Also wir müssen erstmal die Sourcen hochladen im Normalfall, dann das Ganze vorbereiten, das heißt die Berechnungen durchführen, die Zahlen rausbekommen, analysieren, was sind eigentlich die Cluster, wo stecken die Problemfälle in den Reports drin. Um dann zum Teil der Migration zu kommen. Das heißt, hier an dieser Stelle generiert dann das Replacer-Kit den Jasper Reports-Code, respektive JRXML-Files. Die kann ich mir dann aus dem Werkzeug herunterladen und dann im Prinzip in einer Feintuning-Phase selbstständig nacharbeiten, dann im JasperSoft Studio. Und dann ist im Prinzip für ein Projekt, für ein Teilprojekt oder für die Reports dann dieser Weg abgeschlossen. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Sourcen hochgeladen. Das heißt, wir sehen jetzt hier so eine Basis an einer Applikation, die hier vorhanden ist. Wenn wir uns die Komplexitätsgrade dann angucken wollen, gehen wir auf das Reporting Dashboard. Genau, und wir sehen jetzt hier im Prinzip so ein Dashboard, was uns anzeigt, wie unsere Reports aufgebaut sind. Das kann ich jetzt entweder, wenn ich einen Knoten selektiere, beziehungsweise die Report-Module selektiere, zeigt mir im Prinzip dieses Dashboard die Komplexität für alle geladenen Reports an. Unterteilt nach Geschäftslogik, User-Interface und Datenmanagement. Das heißt, wie komplex ist eigentlich so dieses Projekt oder die Reports, die hier geladen sind. Das Ganze hier an der Stelle dann auch aufgelistet nach den kompliziertesten Reports. Wir sehen hier diesen Web Object History, hat ein Komplexitätsgewicht von 15, ist damit vermutlich in einem Reports-Migrationsprojekt der komplizierteste, während hier auch kleine Reports mit einem Gewicht von 1,42 oder unter 10 vorhanden ist. Im unteren Teil zeigt mir das Replacer-Kit für die Analyse zeigt mir das Ganze die Problemfälle, die in dem Report auf mich warten an. Das heißt, was versteckt sich im Datenmodell, was versteckt sich im Layout, was versteckt sich in der Business-Logik an möglichen Problemfeldern. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel für diesen ADF, assessment.rdf, haben wir SQL-Queries, wir haben keine Ref-Cursor, wir haben 5 Gruppen, das ist alles unproblematisch. Wenn wir dann hier zu den Parametern und Daten-Items kommen, wird das auch noch vom Tool migriert. Aber jetzt haben wir hier Formula-Columns zum Beispiel drin, die werden nicht automatisiert migriert. Das ist ein Punkt, den muss ich händisch nacharbeiten, da könnte PLSQL-Logik drin sein, das kann ich in Jasper so möglicherweise nicht abbilden. Das Tool zeigt mir einfach diese Problemfelder an, wo ich gegebenenfalls nacharbeiten muss. Genau. Wenn wir das Ganze jetzt mal für einen Report durchspielen wollen, ich habe jetzt mal hier einen Beispielreport mitgebracht. Den können wir uns mal anschauen im Oracle Reports Builder. Ein klassischer Report, einfach ein Anschreiben mit einer Adresszeile, mit einer Begrüßung oder einer Anrede, wo dann im Prinzip dann noch Daten dargestellt werden, in dem Fall Pitscon Repository und noch Boilerplate-Text. Hier zum Beispiel auch die Formula-Columns, die nicht migriert werden. Da können wir auch mal reinschauen, was das Ganze macht. Im Prinzip die Anschrift aus der Datenbank pro Kunde, aus der Datenbank gelesen, zusammenkonkateniert und in das Feld reingeschrieben.
Diesen Report habe ich jetzt hier reingeladen in das Tool. Als wir sehen, er hat ein relativ geringes Gewicht hier von 2,4. Das heißt, nicht sehr kompliziert. Die Formula-Columns stechen am ehesten hervor als Probleme, die fehl zu lösen. Diesen Report jetzt einfach mal migrieren. Das heißt, hierfür haben wir auch einen Tab. Diese Jasper Reports Migration gibt es für BI Publisher genauso. Das ist heute dann nicht das Thema. Das heißt, wir gehen in den Jasper Reports Migrations-Part. Und auch hier können wir einfach wieder einzelne Reports auswählen. Und diese eben in die Jasper Reports, in den JRXML-File migrieren. Wir können das jetzt für einen einzelnen Report tun oder wir können das für ein sogenanntes Cluster, also eine Gruppe, funktionale Gruppe von Reports tun oder eben auch alle Reports, die aktuell im Repository geladen sind, migrieren. Ich nehme jetzt diesen anschreibenden Beispiel, RDF, und klicke hier einfach mal auf Migrieren. Da habe ich das Ganze schon einmal durchgeführt in der Vorbereitung. Ich überschreibe die Ergebnisse nochmal. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt sehen wir hier, das Modul wurde erfolgreich migriert. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, zeigt mir das Replacer-Kit an, was es alles migriert hat. Also das heißt, wir sehen jetzt hier direkt, dass die Items migriert worden sind, dass die Formula-Columns eben nicht migriert worden sind, dass die Query migriert worden ist, dass der User-Parameter, das ist ein User-Parameter zur Steuerung der Kundenauswahl drin, migriert worden ist, das ist, was das Dart-Modell angeht, die Objekte. Dann, wenn wir uns das Layout angucken, was für Boilerplates wurden hier migriert, was für Felder wurden migriert, Frames wurden migriert und so weiter, sehen wir hier, haben wir von 18 Objekten 17 migriert. Das hat einen Grund, weil hier auch noch ein Bild drin ist, das wurde an der Stelle nicht migriert. Und von den Programmunits haben wir eben nichts migriert, weil das der SQL-Code ist, den müssen wir händisch nacharbeiten, aktuell noch in dieser Version. Können wir uns das Ganze hier entweder runterladen, es gibt auch noch einen Log-File dazu, wo diese einzelnen Items nochmal aufgelistet werden. Wir haben aber auch in dem JasperSoft Studio ein kleines Plugin geschrieben, oder ein Kollege von mir hat das geschrieben, um uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen, wenn man jetzt so viele Reports immer runterladen muss für ein Projekt. Wir können hier das Repository direkt anzapfen aus JasperSoft Studio und uns die Report entsprechend runterladen. Jetzt haben wir hier einfach so ein Projekt, habe ich ein Projekt angelegt. Ich kann mir diesen Report jetzt einfach schnappen und sagen Save Select. Dann sehe ich dieses Auswahlfenster und ich kann den Report entsprechend auf in meinem Projekt speichern. Nutzer Admin. Jasper. Erfolgreich gespeichert. Einmal refreshen. Dann sehen wir, dass wir den Report hier runtergeladen haben. So, jetzt sehen wir hier das Ganze dargestellt in JasperSoft. Als Jasper Report. Im Prinzip für die Formula Columns, die Felder wurden migriert und Dummy-Variablen hinterlegt. Das heißt, dass man die noch nachträglich bearbeiten muss. Die Boilerplate-Text wurde migriert. Das Bild kann man nicht extrahieren aus dem Report. Das muss man händisch nochmal nachziehen. Da gibt es hier schon das vorbereitete Pits-Logo mit reingezogen. Und eben hier das Datenmodell. Auch mit migriert. Lauffähig ist das jetzt so noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt zum Beispiel erstmal hier uns anschauen, was in dieser Formula-Column sich verbirgt. Bringen wir nochmal in den Oracle-Report rein. Und an der Stelle kopiere ich jetzt diese Query. Das wäre auch ein Part, der, wie Herr Piasecki das schon angesprochen hat, den man im Vorfeld von einer Migration durchführen würde. Das heißt, auch hier so, wenn das jetzt auch kompliziertere Business-Logik wäre, mit Pitscon die Business-Logik in die Datenbank transferieren. Pitscon generiert dann anhand der Programm-Unit
ein Package, wo man dann auch entsprechend die Parameter oder die Parameter entsprechend angepasst werden oder generiert werden. Das mache ich jetzt einfach mal händisch für diese Query. Und brauche hierfür dann ein sogenanntes List-Element. Bringe das in den Report rein. Jetzt werde ich gefragt, ob ich das gleiche Dataset benutzen will. Nein, ich möchte ein neues Dataset. Ich nenne das U-Adresse. Ich benutze den gleichen Data-Adapter. Und füge das einfach erstmal leer ein. Ich passe es jetzt entsprechend der Größe dieses Feldes an. Und jetzt nehme ich mir das generierte Feld, das heißt diese EF-Adresse, und kopiere das Ganze in diese Liste hinein, die Adresse gesondert darstellen können. Das ist so, wenn Sie in Jaspersoft Studio oder in Jaspersoft Reports Queries haben oder Queries, die ab nicht der Hauptquery entsprechen, sondern Sie brauchen dann nochmal eine neue Query, dann müssen Sie das Ganze in einer Liste oder einer Tabelle nochmal auch organisieren. So, jetzt tue ich hier die Query entsprechend anpassen. Mal rauskopieren. Das Into brauchen wir nicht mehr, das fällt weg. Wir brauchen hier noch den Parameter. Der wurde auch von Pitscon, also der Hauptparameter, wurde schon generiert. Das ist, müssen wir hier sehen. Müssen wir nicht drin. Okay, dann müssen wir das Ganze noch in der Unterliste anlegen. Der heißt die Kundennummer. Einmal eintippen, Kundennummer. Jetzt kann man die Query entsprechend anpassen. In diesen Parameter eben in die Werklaus übernehmen. Können wir dann hier auswählen und dann entsprechend einfach per Drag and Drop einfügen. Ja, jetzt habe ich vergessen, die Felder auszulesen. Ich muss hier nochmal gegen die Datenbank verbinden und die Felder entsprechend auslesen. Ich kann dem Ganzen auch noch ein bisschen einen sprecherenden Namen geben. Zum Beispiel Adresse. Vergessen, mal auf Auslesen zu klicken. So, dann übernimmt im Prinzip das Jaspersoft Studio hier diesen Namen als Fieldnamen. Und jetzt kann ich hier dem Textfeld statt der Dummy-Variable einfach das Feld, das aus der Query gefüllt wird, übergeben. Das heißt, ich klicke hier auf die Expression und wähle das Feld Adresse hier aus. Damit der Parameter, also dieser Parameter, den gibt es in der Main Query oder im Main Report, auch seinen Weg bis dieser Query findet. Wir gucken mal hier rein. Genau. Ja, ich habe gerade das ist noch zu dir eine kleine Denkpause. So. Also dieser Parameter wurde von Pitscon auf dem Main
Report angelegt. Wir müssen das Ganze jetzt aber noch in diese neu angelegte Liste reinmappen. Das heißt, wir gehen nochmal in die Liste rein und wählen hier das Dataset aus. Eben diese Parameters Map, die eben die Parameter aus der Hauptquery mappt mit den Parametern aus der Subquery oder aus der Liste. Kann ich einfach Parameters auswählen und diese Report Parameter Map hinzu. Dann werden die Parameter auch in die Subquery durchgeschliffen. Okay, jetzt haben wir jetzt für die Formular Adresse durchgeführt. Jetzt brauchen wir das Ganze noch für die zweite Formular. Diese CF-Gruß. An der Stelle einfach das gleiche Spiel nochmal. Wir fügen eine Liste ein an die entsprechende Stelle. Wir machen ein neues Dataset. Ich nenne das Q-Anrede. Der gleichen Datenbankverbindung. Finish. Und diese Liste müsste diese hier sein. Ja. Sieht das gleiche auch wieder auf die entsprechende Größe. Ticken größer, dass da auch der Text reinpasst. Und jetzt kann man im Prinzip dieses Feld mit übernehmen. Gehen wir in die Liste rein und kopieren das Ganze in die Liste. Und jetzt müssen wir im Prinzip das gleiche nochmal machen, diesen Sub-Parameter anlegen. Und die Query entsprechend anpassen. Also ich gehe nochmal in den Report rein und selektiere die zweite Formular-Column. Jetzt sehen wir hier, das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir haben hier eine Query, die uns entsprechend den Kunden aus der Datenbank rauszieht und je nachdem, was für ein Geschlecht der Kunde hat, dann den String entsprechend zusammenbaut. Das können wir jetzt natürlich so nicht einfach in die Query kopieren. Das heißt, wir hier erstmal nur die Query an sich und suchen dann nach einer Lösung in der Expression des entsprechenden Feldes. Also es ist relativ häufig, dass man solche Problemstellungen in einem Reports-Migrationsprojekt hat, dass man im alten Report sieht, dass man Dinge umgesetzt hat in einer Formular-Column oder Placeholder füllt, solche Sachen. Eben entsprechend anders umsetzen muss an der Stelle. Das ist aber in dem Fall jetzt kein allzu großes Problem. Wir passen entsprechend wieder den Parameter an. Die Kundennummer. Wir lesen die Felder aus. Dann die Anrede Nachname. Und jetzt können wir hier in das Feld reingehen und das entsprechend in der Expression anpassen. Also da hat man so ein bisschen die Möglichkeit, eine Logik reinzubringen mit dieser Expression Language. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet, weil das noch ein bisschen aufwendiger ist. Also im Prinzip hier so ein If-Else-Statement. Das heißt, falls die Anrede entspricht, dann schreibe ich eben rein, sehr geehrter, dann den Nachnamen. Und auf
diesen mit dem Komma, wenn das Ganze einer Frau entspricht, dann eben sehr geehrte Frau, plus den Nachnamen. Falls der das Geschlecht in dem Fall unbekannt ist, dann eben einfach sehr geehrte Damen und Herren, relativ einfach gehalten an der Stelle. Sieht man auf Finnisch. Und jetzt haben wir den Report schon fast ausführen. Wir müssen auch hier nochmal einmal in das Dataset reingehen und das Mapping machen, der Subparameter. Hier gehen wir auf Parameters Map. Und das Ganze ein. Und jetzt kriegt der Parameter auch, oder kriegt die Query auch den Parameter durchgeschnitten. Okay. Bevor wir das Ganze mal ausführen, ich habe es ganz vergessen, erstmal einmal im Original-Report, wie das Ganze aussieht. Also hier eine Kundennummer eingeben. Oder wir sehen entsprechend der Kundennummer die Kundendaten eingefügt. Das Ganze jetzt nochmal ausführen. Kundennummer 3. Entsprechend ändern sich die Daten. Okay, das gleiche wollen wir hier auch. Jetzt fehlt noch das FITS-Logo. Das kann ich jetzt einfach auf dem Projekt mit reinfügen. Das hat jetzt FITS, also hat jetzt das Replace-Raket nicht generiert. Das habe ich jetzt mit eingefügt noch. Da würde ich noch einen Page-Header mit hinzufügen. Eben in diesem Bandkonzept von Jasper Reports oder dieses Bandkonzept nutzen von Jasper Reports. Versuchen wir es nochmal, Maximum Bandheit. Der scheint es nicht zu. Muss ich es wohl händisch machen? Okay. Lässt sich wohl gerade nicht einfügen. Dann füge ich das Logo jetzt mal in das Detailband mit ein. Noch ein bisschen größer das werden. So. Okay. Und dann ist das Ganze eigentlich schon lauffähig. Können wir hier das schöne Feature des Previewers nutzen. Wir müssen dann noch die entsprechende Datenbank auswählen. Das ist die CSS. Eine Kundennummer eingeben. Ohne was aus. Okay. So, nochmal mit Kundennummer. Und Sie sehen, dass die Daten entsprechend gefüllt werden. Also wir haben den Report jetzt zumindest mal, was die Daten angeht, angepasst. Das Format muss man jetzt entsprechend noch ein bisschen nachgearbeitet werden, aber das ist so der erste Schritt, dass man erstmal die Daten korrekt in den Report bekommt, den entsprechend generierten Report anpasst, die Daten einfügt und jetzt kann man sich im Prinzip im Nachgang dann um die
einen Layout-Probleme kümmern, wie zum Beispiel das Logo noch anpassen oder die Abstände hier sauber einfügen und entsprechend weitermachen. Und das war es eigentlich auch von meiner Seite, mal um Ihnen ein Gefühl zu geben, wie so eine Migration aussieht von einem Report, was für, ja, wie so der Prozess aussieht, um von einem Oracle Report zu einem XML-File zu kommen, mit Hilfe des Replacer-Kits. Und dann darf ich an meinen Kollegen, den Herrn Dase, wieder abschließend übergeben. Vielen Dank. André, du bist, glaube ich, noch stumm. Hab's gerade gemerkt. Jetzt geht's wieder. Daniel, vielen Dank von deiner Seite an die Teilnehmer. Ich bitte, dieses teilweise etwas hakelige oder ruckelige zu entschuldigen. Der Herr Kampf ist derzeit beim Kunden vor Ort, hat das Ganze also remote durchgeführt. Und ich finde, dafür war es doch schon ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis. Zusammenfassend möchte ich eigentlich so die letzten fast 40 Minuten noch einmal kurz darstellen. Erstmal Christian, wow, vielen Dank für den Einblick in das Projekt. Plus minus eine Stunde in der Abschätzung oder um es mal in anderen Worten zu sagen, das ist ein Achtel Arbeitstag. Ich glaube, das kann man wirklich durchaus als Punktlandung bezeichnen. Und Sie haben also gesehen, dass die Vorteile der Partnerschaft mit PITS in Bezug, nicht nur in Bezug auf Oracle Reports Migration, sicherlich die Zukunftssicherheit, die Planbarkeit sowie Berechenbarkeit und Schnelligkeit der Projekte darstellen. Auch hier, wie gesagt, nochmal der Verweis darauf, wir garantieren stets in Time and Budget zu bleiben. Und ich denke, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir bieten hier durchaus innovative Lösungen an. Um Sie restlos dann noch von unserem Konzept zu überzeugen, möchte ich hier auch nochmal auf den vom Herrn Piasecki angesprochenen Workshop zur Live-Migration, zur Live-Experience verweisen. Wir haben uns von Seiten der PITS überlegt, für die Teilnehmer dieses Webinars ein Special Offer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Marktschreierei, aber wir sind eben so überzeugt von unserer Technologie, dass wir wirklich die Möglichkeit eröffnen wollen, dass auch Sie sich von unseren Fähigkeiten überzeugen können. Dieser Workshop mit einer Dauer von 2 Tagen, ein Tag wird für die Vorbereitung benötigt, wo Sie dann eben gewisse Daten eben auch einladen können. Die werden analysiert und bei Ihnen dann vor Ort in die von Ihnen erwählte Zieltechnologie überführt. Dieses Vorgehen ist nicht zwangsläufig fix. Man kann vielleicht unter Absprache an der einen oder anderen Stelle vom Vorgehen noch abweichen. Aber auch hier, wie gesagt, extra für Sie heute als Teilnehmer des Webinars der Specialpreis von 1.900 statt 4.900 Euro. Ich würde Ihnen wirklich ans Herz legen, diese Chance für sich zu nutzen, denn das Jahr 2022 ist schneller da, als man meint. Weiterhin auch der Verweis auf unser White Paper, kostenlos für Sie zum Download. Der Link wird Ihnen in der Mail zum Nachgang zu diesem Webinar bereitgestellt. Und jetzt eigentlich genug meiner Worte. Jetzt würde ich gerne auch an Sie übergeben wollen. Wir sind jetzt offen für Ihre Fragen. Oder haben wir etwa so gut gearbeitet, dass keine Fragen mehr offen geblieben sind? André, wenn ich kurz eingreifen kann, hier kam eben die Frage, ob es das Replacer-Kit auch für BI Publisher gibt. Ja. Oder nur für Jasper. Und da würde ich gerne einsteigen. Also das Gleiche, was Herr Kampf Ihnen für Jasper präsentiert hat, bieten wir auch für den BI Publisher an. Also auch die Migration der Oracle Reports in BI Publisher Templates, die dann eben nachbearbeitet werden oder noch ein bisschen nachbearbeitet werden können. Aber das Replacer-Kit arbeitet genauso, egal ob es nach Jasper oder nach BI Publisher wollen. Also die Zieltechnologie ist in dem Fall unerheblich. Weitere Fragen?
Hier ist noch die Frage aufgekommen, welche Technologie, Jasper Reports oder der Oracle BI Publisher, die bessere ist. Ich denke, dass sich beide Tools, was die Funktionsweise oder den Funktionsumfang angeht, nicht großartig unterscheiden. Sie haben halt auf der einen oder anderen oder beim Jasper Reports oder bei BI Publisher Features, die vielleicht ein bisschen besser sind, aber insgesamt für eine Migration muss man einfach gesondert analysieren und schauen, was für Ihre Applikation oder für Ihre Entwickler an der Stelle die bessere Zieltechnologie ist. Das muss man im Prinzip dann analysieren und in einem Workshop auch zusammen erarbeiten. An der Stelle. Okay. Jetzt taucht hier gerade noch eine Frage auf, und zwar die Frage danach, wie man äußerst komplexe Reports mit vielen ineinander geschachtelten Frames migriert. Die Frage gebe ich als Verkäufer gerne an die Technik ab. Ich denke, die Antwort wird erquickender als die meinige. Christian oder Daniel, wer von euch übernimmt an dieser Stelle? Ja, kann ich gerne beantworten. Im Prinzip schaut man sich den Report dann erstmal an. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wo viele verschachtelte Felder oder Frames vorhanden sind. Migriert das Ganze nach JasperSoft Studio oder JasperSoft Reports und das Ergebnis dann anschauen, ob das taugt, ob man damit arbeiten kann an der Stelle. Muss man ehrlich zugeben, es gibt auch Reports, sicherlich Reports da draußen, die so komplex sind, dass es vielleicht auch Sinn macht, sie neu zu entwickeln. Auch das ist im Bereich des Möglichen. Aber im Prinzip alle Reports, die ich jetzt aktuell migriert habe, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der so kompliziert verschachtelt war, dass das Replacer-Kit da irgendwie sagen wir mal, unsauberen Code generiert hätte oder das Ganze so kompliziert geworden wäre. Das lässt sich eigentlich immer anpassen. Okay, eine weitere Frage. Bieten Sie das Webinar als Videofile im Nachgang zum Download an? Diese Frage kann ich getrost mit Ja beantworten. Die Aufbereitung, technische Aufbereitung wird vielleicht noch 1 bis 2 Tage Zeit in Anspruch nehmen, aber dann werden Sie auch hier per E-Mail einen Link zum Videofile erhalten. Dann taucht eben gerade noch eine weitere Frage auf. Gibt es pauschale Gründe, die gegen eine komplette Neuentwicklung von Reports sprechen? Christian, vielleicht du mal aus deiner Praxis. Ja, der Aufwand. Also, wenn Sie berechnen oder Gefühl haben, wie viel Zeit Sie schon in Ihre Reports-Entwicklung reingesteckt haben, die gleiche Zeit müssten Sie ja in eine Neuentwicklung ja auch wieder investieren. Und wir mit unserem Ansatz, der eine toolbasierte Migration unterstützt, nimmt Ihnen doch sehr viel dieses Aufwandes ab. Also alleine durch diese Bereinigung der Reports, durch das Verschieben der schon entwickelten Logik, die Sie ja schon einmal implementiert haben, in die Datenbank, die Sie dann wieder nutzen können, sparen Sie sich doch sehr viel Zeit und sind in ein Projekt deutlich schneller, als wenn Sie eine komplette Neuentwicklung machen. Danke für die Antwort, Christian. In dem Zusammenhang eine Frage, die bei mir auftaucht. Haben wir die Möglichkeit, überhaupt in irgendeiner Form darzustellen, wie viel Zeit die Entwicklung der bestehenden Reports schon in Anspruch genommen hat? Kann man das berechnen über die Analyse der Reports? Das kann man durch die sogenannten Softwaremetriken wie McCabe oder Halstead berechnen. Also das bieten wir ja mit BitScon an über unser Source Code Analytics, dass man guckt, wie viel Entwicklungszeit ist in Forms geflossen, wie viel ist in jeden einzelnen Reports, wie viel ist in die Datenbank-Sourcen geflossen. Also das können wir berechnen. Okay, der Herr Martin fragt, existiert eine minimale PITS-Konversion speziell nur zur Migration der Reports? Herr Martin, diese Frage möchte ich Ihnen getrost mit der Antwort Ja beantworten. Das Reports Replacer Kit kann als Standalone zur Migration von Reports verwendet werden.
Vielleicht, während wir noch auf Fragen warten, aus eurer Sicht, Daniel und Christian, Gedanken, die ihr vielleicht jetzt noch nicht geäußert habt oder vergessen habt zu äußern in euren Vorträgen? Vielleicht auch noch Erfahrungen aus eigenen Projekten, die für euch selbst ein Wow-Erlebnis waren? Also Erfahrung hatte ich, glaube ich, schon in dem Projektbeispiel genannt. Also wie gesagt, der Tipp, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist, sich einzelne Cluster zu wählen, um ein Projekt erstmal loszustarten. Also wenn man jetzt 2000 Beatbots hat wie beim Kunden, dann ist ein Big Bang aus meiner Sicht häufig der falsche Ansatz, sondern man sollte eben zielgerichtet vorgehen, einzelne Cluster bilden, entweder nach Komplexität oder vielleicht nach technischen Zusammenhängen, nach Module bilden, um die gleichen Querschnittsfunktionalitäten zu nutzen, um einzelne Bereiche nach und nach abzulösen. Also das ist das, was ich so als Tipp mitgeben kann, womit wir immer gute Erfahrungen gemacht haben. Und stehe aber auch gerne nochmal für persönliche Gespräche oder Beratung zur Verfügung, wenn jemand jetzt direkt vor dem Thema steht, loslegen will, da bin ich auch offen, drüber zu diskutieren. Also Nachgang, Kontaktdaten sind ja vorhanden, werden ja nochmal mit dem Webinar rumgeschickt, also, falls da noch Fragen sein sollten. Immer gerne her damit. Genau. Danke, Christian, für deine Einschätzung. Auch von meiner Seite natürlich. Man kann es nicht für jeden Kunden pauschal sagen. Hier ist schon wichtig, dass man dort in den näheren Austausch geht und einen tieferen Einblick in ihre Infrastruktur erhält, um eben dann auch wirklich gesicherte Angaben und auch Empfehlungen aussprechen zu können. Wir nähern uns jetzt eigentlich auch so ziemlich dem Ende. Für den Fall, dass jetzt Fragen im Nachgang noch auftauchen, fühlen Sie sich nicht eingeschränkt in der Möglichkeit, auch im Nachgang Fragen an uns zu richten. Wir haben dafür eine zentrale E-Mail-Adresse in customerservice@pitz.de. Von dort werden dann eben Ihre Fragen an die entsprechenden Ansprechpartner weitergeleitet, um diese dann gegebenenfalls auch zeitnah für Sie zu beantworten. An dieser Stelle möchte ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, wir konnten wieder einmal interessante Einblicke in die Reports-Migration bieten und Ihnen vielleicht auch neue Denkansätze liefern. Es würde mich freuen, wenn wir darüber in Austausch kommen oder auch im Austausch bleiben. Wie gesagt, von meiner Seite bedanke ich mich auch im Namen des Herrn Kampf und des Herrn Piasecki und wünsche Ihnen noch eine schöne restliche Arbeitswoche. Für die, die noch in Urlaub fahren, auch einen schönen Urlaub.